So, hallo liebe Zuschauer von Geris Modellbaublog. Heute mal meine Wenigkeit vor dem Bildschirm. Ich bin Peter. Ich mache heute die Review vom Carson Linde Gabelstapler vom HD40. Schauen wir uns gemeinsam an. So, ich fange einfach mal an mit meinem kleinen Review. Ich muss sagen, ich habe ihn schon ausgepackt. Das heißt, es gibt heute kein Unboxing. Ich habe den Linde H40D schon seit circa Dezember im Test bzw. in Benutzung. Ich muss sagen, er macht irrsinnig Spaß, passt zu den Tamir-Modellen, passt auch teilweise zu den Modellen in 1 zu 16. Selbst ist er in 1 zu 14, ist im Handel RTR erwerblich, kostet circa 159 Euro, wie schon erwähnt, RTR, das heißt eine 6-Kanal Carson Reflex Stick 2 Funke ist dabei. 6 Kanäle, 2 Schalter, einmal ein Tippschalter, einmal ein ganz normaler Dreiwegschalter und wie bei jeder Pultfernsteuerung die Sticks sowie die Drehmung analog ausgeführt. Funktioniert auf 2,4 GHz Basis und hinten einfach dreifach A-Batterien zum Betreiben. Sie halten sehr lange, muss ich sagen. Also von dem her wirklich ein Traum. Hätte ich mir am Anfang nicht gedacht. Ich verwende die Carson Reflex Stick 2 auch für ein LKW-Modell von mir. Bin eigentlich sehr zufrieden, gibt nichts zum Aussetzen, günstig und gut, 6 Kanäle, muss man Carson schon lassen. Was auch dabei ist, was sehr schön ist, ist ein Schlüsselband bzw. für die Fernbedienung ein Halteriemen, natürlich auch wieder von Carson. Ich finde ihn sehr angenehm, verwende ihn auch, da man die Funke nicht immer halten muss. Natürlich etwas Ladegut, weil ohne Stapler, ohne Ladegut macht einfach keinen Spaß. Eine Europalette von Carson auch. Zum Vergleich ist sie etwas größer als die Tamir Europaletten, also für den Tamir Trax. Hier schön der Vergleich. Sie ist wirklich etwas größer und etwas breiter. Macht aber trotzdem irrsinnig Spaß. Höher ist sie auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gut sieht. Etwas höher ist sie. Aber die mal zur Seite gelegt. Dabei ist auch noch eine Pappschachtel in Hochglanz. Auf der einen Seite Carson und auf der anderen Seite das Tamir-Logo. Ich finde sie ganz lustig. Macht Spaß damit zu fahren. Verrutscht halt sehr leicht. Also eine kleine Gummimatte unten drunter kleben und es hält. Ich habe es bis jetzt noch immer nicht gemacht, das ist nämlich die zweite, die andere ist im LKW. Und natürlich der Gabelstapler. Man sieht eine verbaute Fahrerfigur, schon bemalt mit Gesicht. Vorne hat der Linde 40 4 LED-Scheinwerfer, die von der Fernbedienung aus schaltbar sind. Sowie ein Blinklicht, das beim Einschalten des Staplers angeht. Hinten sieht man, ich hoffe man sieht es, ein kleines Rücklicht. Beim Rückwärtsfahren ertönt ein Piepton, sowie das Rücklicht geht an. Und ja, von unten sieht man drei Schalter. Hier einmal der Ein- und Ausschalter. Einmal der Schalter für die Warnsignale und einmal der Schalter für den Motorsound. RTR ist ein Soundmodul verbaut, das mit dem Motor, also das mit der Beschleunigung das Motorgeräusch anpasst, inklusive Hub-Funktion und Rückpiepser, so wollte ich sagen. Ne? Ich finde ihn sehr toll. Ich schalte ihn jetzt einfach mal ein, dass ihr seht,
Was ich meine, man hat schon kurz das Licht gesehen. Ich fahre mal kurz die Gabel runter, dass man es besser sieht. Hier viermal das Licht vorne von der Fernbedienung aus schaltbar. Natürlich auf dem anderen Schalter die Hupe. Und beim Rückwärtsfahren geht das Rückfahrlicht an. So, ich schalte jetzt mal das Soundmodul aus, dass man mich besser versteht. Wie schon bei fast allen Modellen gewohnt, das Vorwärts- und Rückwärtsfahren sowie die Lenkung eigentlich ganz normal und Standard auf den rechten Stick. Was auf den rechten Stick noch ist, ist die Hubfunktion vom Stapler. Hoppala. Man sieht hier jetzt recht schön, die Hubfunktion trägt circa vom Hersteller angegeben 250 Gramm. Ich habe es jetzt schon mit 300 Gramm ausprobiert, funktioniert auch noch. Der einzige Nachteil bei 300 Gramm kann es passieren, wenn man schnell bremst oder so, dass der Gabelstapler hinten abhebt. Das heißt, er verliert den Grip zum Boden und er ist nicht mehr lenkbar. Das ist der einzige Nachteil, kann man beheben, indem man hinten noch ein bisschen Gewicht reinpackt und dann fährt er wirklich um jede Kurve. Auf dem linken Stick kann man die Gabel kippen, nach vorne und nach hinten. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu den Funktionen zum Sagen. Er macht irrsinnig Spaß. Einziger Wehmutstropfen, die Akkus bzw. Batterien, die man verbaut, halt, also zumindest die Batterien, die ich jetzt gerade verwende, halten nicht so lange. Ich habe es schon gesehen, dass sie umgebaut wurden, aber wie gesagt, das ist so lala. RTR hält da circa im Parcoursbetrieb eine Stunde, eineinhalb Stunden, vielleicht auch zwei Stunden. Dann sollte man die Batterien wechseln, da man einfach merkt bei der Hubkraft, er wird schwächer. Ich muss sagen, ich habe irrsinnige Freude daran. Der Linde H40D macht irrsinnig Spaß und Freude. Also ich würde ihn mir immer wieder kaufen. Jetzt zeige ich euch noch kurz hinten die Verpackung. Man sieht, im optionalen Zubehör kann man die Akkus noch dazu kaufen. Bedienungsanleitung ist drinnen. Ich habe eigentlich eh alles gesagt, was zu sagen ist. Ich finde ihn einfach super und ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie gern. So, das war's auch schon mit meiner kleinen Review. Im Endeffekt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir auch einen Daumen da, nur halt in die andere Richtung. Ich würde mich über ein Abo freuen. Es kommen jetzt sicher öfters Beiträge im Bereich Funktionsmodellbau. Nächstes Mal stelle ich euch meine LKWs mal vor. Leider schon gebaut, aber ich zeige euch trotzdem noch ein paar Sachen. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Peter von Gerris Modellbaublog.